Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich mit euch ein paar Produkte ausprobieren. Wenn ihr wissen wollt, welche Produkte ich hier verwendet habe, dann bleibt doch gerne dran. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, denn ich habe ein paar Produkte ausprobiert und dachte, ich zeige sie euch mal. Schnappt euch was zu essen, was zu trinken, macht euch gemütlich und dann fangen wir einfach an. Ich habe es diesmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir das bei der lieben Kati von Kanal Contra Junkie ein bisschen abgeguckt, weil sie macht das immer so, dass sie das, wie sie es geschminkt hat, nebenbei einblendet und dann einfach was erzählt. Und ich habe das jetzt diesmal auch ausprobiert, weil sonst habe ich immer dieses Problem, dass ich am Reden bin und aber dann schneiden muss, weil dann ich eine ganze Zeit lang nichts mache. Und jetzt hoffe ich halt, dass ich jetzt ein bisschen weniger schneiden muss, aufgrund dessen, weil ich nicht mehr dazwischen plappere. Wir gucken mal, ob das gut funktioniert. Mir hat es halt gut gefallen bei ihr und ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. Denn ja, meine Videos sollen ja auch ein bisschen besser werden. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn ihr mir in die Kommentare mal schreiben könnt, ob ihr das so okay findet, wenn ich euch das dann hier in einem etwas kleineren Bildchen einblende oder ob ihr das dann doch lieber wieder im Großen haben wollt. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen gucken, denn das ein oder andere würde ich in nächster Zeit gerne verändern. Aber fangen wir jetzt mal mit dem an, was euch interessiert und zwar mit welchen Produkten ich das geschminkt habe. Ein paar Produkte werdet ihr auf dem Thumbnail schon gesehen haben. Ich habe euch natürlich nicht alles da angezeigt, weil ich will ja auch, dass ihr beim Video guckt. Nein, alles gut. Ich weiß gar nicht, womit fangen wir denn an? Wir fangen mit dem Primer an. Genau. So, den gibt es ja nicht mehr zu kaufen, aber ich habe den ja ein oder zweimal im Backup gehabt und jetzt ist wieder die Jahreszeit, wo ich den wieder nehmen werde. Und zwar von River Loves Me Holy Grails bei Maxim. Das ist der Whipped Cream Primer mit der Kollektion, die Maxim zusammen mit Riva Loves Me gemacht hat. Und der hat mir richtig gut gefallen damals. Und ja, einmal habe ich ihn schon aufgebraucht und dann kam der Sommer. Und jetzt habe ich wieder zu dem gegriffen. Ich finde den total toll. Ich kann euch das nochmal gerade zeigen. Das ist echt so eine etwas mussige, etwas dickere Konsistenz. Funktioniert bei meiner Haut wirklich, wirklich gut, wenn man den dann so aufträgt und verteilt. Also das fühlt sich alles direkt total feucht und angenehm an. Und das brauche ich bei meiner Haut auch. Bei mir hält das mit dem Make-up darauf auch wirklich, wirklich gut. Deswegen habe ich den jetzt wieder ausgepackt und den werde ich jetzt auch verwenden wieder, bis er leer ist. Und dann werde ich traurig sein. Nein, alles gut, dann wird es einen anderen Primer geben, mit dem ich gut klarkomme. Ist ja immer so. So, Primer haben wir abgefrühstückt und dann habe ich mir hier diesen, oh Gott, ist das, Catrice Soft Glam Filter Fluid Glow Booster in der Farbe 010 Fair Light hier auf die Wangenknochen aufgetragen und dann das ist der kleine Puffel von Maggiamo Cosmetics, habe ich den dann verblendet, weil den habe ich dann so als klein wenig als Highlighter oder zum Aufhellen da hingepackt. Das finde ich funktioniert immer ganz gut. So, als Foundation habe ich hier, und die kennt ihr ja auch schon, die habe ich euch ja schon oft genug gezeigt, von Be Perfect Chroma Cover die Matte Foundation in der Farbe N3. Die, muss ich sagen, finde ich ganz schön. Die passt auch bei mir jetzt immer noch. Ich könnte mir zwar noch eine hellere holen, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, so viele Foundations jetzt wieder hier offen stehen zu haben. Und hier sind auch 30 ml drin. Da werde ich wieder ewig brauchen, weil die von Nabla, der Skin Realist, der wird auch einfach überhaupt nicht leer. Deswegen, nein, bleibt das jetzt bei der Farbe. Muss ich halt gucken. Ansonsten ziehe ich demnächst halt Rollkragenpullover an. Dann seht ihr gar nicht, dass ich hier unten viel heller bin als oben. Deswegen, ich habe schon gerade schon gedacht, ich habe mir einen Lippenstift wieder an die Zähne gematscht. Alles gut. So, genau. Dann habe ich das hier verwendet. So, ich glaube, es ist die Reihenfolge. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ansonsten muss ich das so schneiden, dass es passt. Hier von Nimya diese Set It and Forget It Setting Spray. Hier ist der Sprühkopf nicht ganz so gut, weil der macht so ein bisschen, wie habt ihr es gerade gesehen, ne? so dicke Tropfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das generell bei dem Sprühkopf so ist oder jetzt nur bei meinem, dass der kaputt ist.
Dieser Setting Spray enthält auch einen Duft, und zwar genau den gleichen Duft, den auch die Creme enthält. Wenn man den Duft nicht mag, ich persönlich mag ihn, dann ist das auf jeden Fall nichts. Ich mag das Setting Spray sehr gerne. Ich muss aber auch immer eins machen, wenn ich Foundation aufgetragen habe, weil sonst alles wieder so trocken wird. Deswegen packe ich das immer drauf und dann nehme ich entweder hier so ein kleines Puffelchen oder hier habe ich auch noch ein anderes, das von Linda Heilberg, und dann arbeite ich mir die Foundation schön in die Haut ein, damit das nicht aussieht, als hätte ich hier nur so eine Schicht auf der Haut liegen. So, dann habe ich hier von Catrice den Plump It Up Lip Booster. Der hier ist jetzt mit Menthol. Ich habe aber auch andere mit Chili und ach, von Catrice, von Essence. Ich benutze die alle quer durch die Bank. Den hier habe ich jetzt offen und den mache ich dann halt immer drauf, damit meine Lippen ein bisschen aufgeplumpt sind, weil in der Zeit, wo ich halt meine Augen mache, kann das schön einwirken. Dann kann ich das danach einfach mit einem Tuch wieder abtragen und dann die Lippenkombination auftragen. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das auf dem Video drauf habe, aber ich nehme auch immer hier ein Puder in letzter Zeit, und zwar von Tamtam Beauty oder Tamtam. Auf jeden Fall dieses See-Through Loose Translucent Powder. Das war ja in dieser letzten Collection, die sie rausgebracht hatte, war das ja dabei. Ich finde das Puder total toll, weil das hat nämlich einen riesen, riesen Vorteil im Gegensatz zu manch anderen Pudern, zumindest bei meiner Haut. Dieses Puder juckt bei mir nicht. Deswegen kann ich das nehmen und ich habe es auch diesmal wieder genommen. Ich hoffe nur, dass ich das auch gefilmt habe, weil da bin ich mir nicht sicher gerade. So, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich hier nichts durcheinander bringe. Ach genau, habe ich wieder vergessen zu erzählen, aber ihr kennt das ja von mir schon. Hier dieser Brush von Crash Cosmetics, der C01, der letztes Jahr im Adventskalender drin war. Damit trage ich im Moment immer meine Foundation auf. Ihr seht, ich benutze ihn auch regelmäßig und der muss mal wieder gewaschen werden. Den wollte ich euch zeigen, weil ich den einfach richtig, richtig gut finde. So, dann kommen wir zu den Augen, glaube ich. Und da habe ich hier diese Lidschattenpalette genommen. Die war in dem Revolution Adventskalender. Das ist die Reloaded Pink Prosecco Lidschattenpalette. Und ich muss sagen, ich finde die Farben wirklich, wirklich schön. Und damit habe ich hier diesen Augenlook geschminkt. Ich dachte so, Pink mit diesem Knallblau. Das ist eine super Kombination. Mir gefällt sie auf jeden Fall. Und jetzt hoffe ich, dass ich die Reihenfolge noch ordentlich hinkriege. Verzeiht mir, falls ich was durcheinander bringe. Also, angefangen habe ich hier mit diesem Ton. Die haben hier alle ja keinen Namen, also mit dem hier. Den habe ich mit dem neuen Pinsel. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich ihn hingeworfen habe. Wo ist der Pinsel? Hier. So, dem neuen Pinsel von Crash Cosmetics, der in dem jetzigen Adventskalender drin ist, das ist der C04, das ist so ein Blendepinselchen, habe ich erst, wie gesagt, diese helle Farbe aufgetragen, dann habe ich die etwas pinkere aufgetragen, alles hier oben im Lidkranz, heißt das, glaube ich, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall hier oben habe ich das damit aufgetragen. Dann habe ich mit dem Finger die Farbe genommen und habe das aufs untere Augenlid gegeben. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich hatte erst versucht, das mit einem Pinsel zu machen, hat aber nicht gut funktioniert, also habe ich den Finger genommen. Dann habe ich mit dem Finger diese Farbe genommen und habe das über das komplette Augenlid gepackt. Das hier ist, wenn man es aufgetragen hat, sieht man halt nur diese Glitzerpartikelchen, diese kleinen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich mache mal die Augen zu. Also es sind auf jeden Fall Glitzerpartikel. Ich persönlich mag das ganz gerne, aber muss man, wie gesagt, mögen. So, und dann habe ich fürs Inner Corner diese Farbe benutzt. Finde ich auch eine super schöne Farbe. Also mir gefällt die Palette voll gut. Ich werde damit auch noch ein paar Looks schminken. Ich finde auch, dass die ja gut pigmentiert sind, ne? Also es kommt auf jeden Fall gut rüber. Ach ja, genau, und ich habe es jetzt fast vergessen. Am unteren Wimpernkranz, ihr wisst ja, das mache ich immer, habe ich mich diesmal für so einen Braunton entschieden, den ich hier hingemacht habe, weil ich dachte, das passt ganz gut in Kombination mit dem Pink, weil ich wollte mir jetzt dieses Pink-Rosa jetzt nicht auch noch unten drunter geben, weil ich finde, dann sieht es immer so aus, als hätte man ein paar aufs Auge bekommen. Deswegen habe ich die andere Farbe genommen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Palette. Wie gesagt, die Farbenkombination muss man mögen. Ich mag sie, also für mich hat sie richtig gut funktioniert. So, dann brauche ich ja noch Blush. Blush-Palette war auch in dem Adventskalender drin. Das ist dieses Blush Squad. Blush Quad? Quad heißt es, genau. Da habe ich jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe,
die und die Farbe miteinander kombiniert und habe sie mir hier aufgetragen. Und ich persönlich finde die sehr, sehr schön. Ich habe mich jetzt mal nicht für die knallige Farbe entschieden, sondern ein bisschen dezenter, weil ich dachte, dass das ganz gut mit dem Auge passt. Also finde ich auch eine sehr schöne Palette. Vor allem von den Farben her gefällt die mir richtig, richtig gut. So, dann habe ich noch diesen kleinen Highlighter. Und der war, glaube ich, auch aus dem Adventskalender von Revolution. Und zwar, das heißt Dare to Divulge. Ich schreibe euch den Namen mal hin. Also, kann es nicht richtig aussprechen. Manchmal kriege ich das nicht ganz so gut hin. Finde ich eine super schöne Farbe. Habe ich mir auch hier aufgetragen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich weiß es jetzt nicht. Finde den schön. Werde den auch behalten. So ein süßer kleiner Highlighter, den man nochmal gut in die Hosentasche, wollte ich sagen. Nein, in die Handtasche stecken kann. gefällt mir gut. Hat bei mir gut funktioniert. Deswegen werde ich den auch behalten. So. Dann habe ich jetzt als Mascara einfach einen genommen, den ich aktuell habe. Ich mache das jetzt ja nicht mehr, dass ich so viele Mascaren aufmache, weil die werden ja irgendwann trocken und dann kann man die nicht mehr brauchen. Und deswegen werde ich das jetzt erst immer alles aufbrauchen. Und daher ist es für mich aktuell auch schwer, irgendein Fullface für euch zu machen, weil also von Colourpop habe ich nicht genug, um Fullface zu machen. Aber das hier ist ein schöner Mascara, vor allem in Braun. Ne? Das ist so ein dunkelbraun, kein Schwarz. Das Bürstchen finde ich ganz okay. Ich finde, der macht auch schöne Wimpern. Funktioniert für mich ganz gut. Den werde ich jetzt auf jeden Fall aufbrauchen. Nachkaufen würde ich ihn mir nicht, weil dann muss ich bei Colourpop in Amerika bezahlen, dann muss ich Zoll bezahlen und dann sind die Sachen einfach wieder viel zu teuer. Ich hoffe ja immer noch, dass sie irgendwann nach Deutschland kommen. Mein Konto würde zwar weinen, weil ich dann immer irgendwelche Sachen hätte, die ich gerne kaufen wollen würde. Weil Packaging, sind wir mal ehrlich, kann Colourpop, spricht mich total an. Da sind immer so gute Sachen dabei, aber ich bestelle da nicht mehr. Das ist mir einfach zu teuer. Aber den hatte ich, glaube ich, entweder selber bestellt oder irgendwo aus einer Box rausgeholt. Bin mir gar nicht mehr so sicher. So, und dann kommen wir noch zum Schluss zu meiner Lippenkombination. Puh, und das ist von Hendayan, heißt das, glaube ich. Ich kann ja nicht richtig aussprechen. Ich schreibe euch das auch hin. Und zwar habe ich das bei Amazon gekauft. Und das habe ich, glaube ich, bei Maxim gesehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil das schon eine ganze Weile her ist. Liegt schon eine Weile bei mir rum. Habe ich dann jetzt mal verwendet. Also das ist die Lippenkombination. Allerdings in Kombi mit hier diesem Lip Plumper oben drüber. Weil der Liquid Lipstick bei mir ein bisschen geklebt hat eben. Und ich muss sagen, ich finde auch dieses, wenn es schimmert ein bisschen oder so ein bisschen feucht aussieht, immer ein bisschen hübscher. Deswegen trage ich grundsätzlich Gloss immer dabei auf, auch bei Liquid Lipsticks. Ich zeige euch aber mal gerade die Farbe von dem Lip Liner. Der ist mittlerweile schön weich. Also wenn man den ganz neu aufträgt, dann ist das im Moment, ist das wie so, wenn man so einen Bleistift auf den Lippen hat. Relativ hart und der muss erst ein bisschen warm werden und dann lässt er sich echt schön auftragen. Also den habe ich als Lip Liner natürlich verwendet. So, und dann hat man hier ein ganz dünnes Füßchen. Ne? So, das wäre die Farbkombination und da habe ich dann einfach noch den Gloss drauf gemacht. Ja, der kommt auch irgendein Geruch raus, kann ich jetzt aber nicht genau sagen. Ich glaube, das soll kein Duft sein. Finde ich aber persönlich jetzt nicht unangenehm, aber damit ihr Bescheid wisst, guckt mal so. Das ist dann hier bei mir die Lip-Kombination mit einem, ja, quasi durchsichtigen Lipgloss drüber. Ich muss sagen, ich finde sie ganz hübsch. Ich glaube, sie passt nicht ganz gut zum Augenlook, ist aber jetzt nicht ganz so dramatisch schlimm. Können wir trotzdem so lassen, dann sind wir heute mal ein bisschen auffälliger. So, genau. Jetzt habe ich, wie gesagt, ein paar Produkte ausprobiert. Also die Lippenkombination, die gefällt mir ganz gut. Ich würde sie mir aber jetzt nicht nochmal kaufen, weil ich andere Lippkombinationen habe, die mir einfach persönlich besser gefallen. Aber wie gesagt, das hier war meines Erachtens nicht so teuer. Ich suche euch mal den Preis raus, wenn ich es nochmal rausfinde. Welches das jetzt war. Da werde ich auch jetzt Ewigkeiten brauchen, bis das leer ist. Also weil so Lippenprodukte habe ich im Moment so viele. Muss ich demnächst auch mal wieder aussortieren und mal wieder welche wegwerfen. Man kann ja nicht alles behalten. Ja, hier die Sachen aus dem Adventskalender. Die drei, die finde ich auch wirklich schön. Die funktionieren für mich wirklich perfekt. Kann ich echt nichts anderes sagen. Das wäre sogar so eine kleine Palette, die meine Tochter
brauchen könnte, weil so Farben mag sie auch gerne. Vor allen Dingen, weil hier so viel Glitzer und Schimmer drin ist. Das ist echt total toll. Ja, den Mascara, wie gesagt, den mag ich sehr gerne. Meine Foundation, die finde ich sowieso super. Dafür, dass das eine Matt-Foundation ist, finde ich, geht das wirklich. Ne? Ja, ihr habt ja bestimmt schon meinen Besuch hier gesehen. Oh. Im Moment, aber das habe ich auch schon im letzten Video, glaube ich, gesagt, oder im vorletzten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also meine Haut, die ist im Moment wirklich am Durchdrehen. Man sieht das hier auch wieder überall, irgendwelche Hubbel und irgend sowas. Deswegen habe ich euch das jetzt auch mal nicht so angetan, jetzt das ganze Video so zu verbringen, weil es mich einfach auch selber total nervt. Ne? Ich weiß, dass das alles nicht so schlimm ist, aber man hat da ja selber auch mal so ein bisschen mit. Und heute ist definitiv so ein Tag, wo ich auf jeden Fall Make-up im Gesicht mag, weil dann mag ich mich persönlich auch lieber, weil ich weiß auch nicht, warum. Ich finde immer, ich sehe damit ein bisschen jünger aus. Ne? Wenn ich mich schminke, dann finde ich, sehe ich gar nicht mehr so alt aus. Ich bin ja auch gar nicht so alt, aber ja, älter halt. Ne? Ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch die Kombination so gefällt. Also was sagt ihr zu der Lippenkombi? Was sagt ihr zu dem Augenlook? Gefällt es euch? Findet ihr es schön? Würdet ihr das auch tragen? Ja, ich bin immer noch so ein bisschen, weiß ich auch noch nicht so in der gesetzten Richtung. Ich habe auch immer noch gerne schöne, auffällige Farben. Oh. Das Einzige, was im Moment bei mir richtig gut ist, ist, meine Haut fühlt sich richtig gut an. Weil ich benutze ja jetzt gerade auch wieder sehr viel die Produkte von Dalton, wo es jetzt auch immer noch einen Rabattcode gibt. Ich glaube, bis morgen. Ich glaube, bis morgen. Also, falls ihr da was haben wollt, dann schlagt auf jeden Fall noch zu. 30% sind super. Und ich habe im Moment alles von Dalton, was ich so habe in Anwendung: die Peelings, die Cremes, die Serien, die Booster, die Kapseln. Also die Ampullen und ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Sonst würde meine Haut noch schlimmer aussehen. Weil die Pflegeprodukte, die verhindern ja nicht, dass die Haut manchmal ein bisschen ausrastet. Ja, das einzig Blöde ist halt immer, wenn das hier anfängt, weh zu tun. Aber gut, ich muss sagen, so in der Kamera sieht das jetzt wirklich hübsch aus. Gefällt mir. Aber ihr könnt mir mal sagen, wie es bei euch so ist. Und ich wollte jetzt einfach mal diese Produkte, die ich in letzter Zeit aus den ganzen Adventskalendern rausgeholt habe, jetzt mal so nach und nach mal durchprobieren. So die Lidschattenpaletten, ein paar Lippenprodukte. Mal gucken, wenn mein Mascara, der müsste auch bald mal alle sein, dann kann ich auch mal neu nehmen. Weil mich würde hier der interessieren. Den habe ich euch, glaube ich, beim Crash Cosmetics Adventskalender gezeigt. Also, falls ich es jetzt verwechsle, dann tut es mir leid, aber ich meine, es wäre Crash Cosmetics. Und zwar X-Faktor 2000 Kalorie, ein Full-Volume Mascara. Den würde ich gerne ausprobieren, weil Esther hat gemeint, der würde super schöne Wimpern machen. Da bin ich mal gespannt, ob das bei mir auch so der Fall ist. Wäre ganz schön, weil mein Lieblingsmascara ist ja der von Nabla, der Vicious, der ist ja relativ teuer. Wobei der von Evelyn Cosmetics, Sexy Eyes heißt der, glaube ich. Den finde ich auch wirklich gut und der ist ja auch ein Ticken günstiger. Aber wenn man ein paar mehr Alternativen hat, ist es ja auch nicht verkehrt. Und ich bin, wie gesagt, im Moment wieder am Aussortieren. Deswegen schaut auf jeden Fall am Wochenende, so ab Samstagnachmittag oder so, mal bei mir auf meinem Instagram-Account antjeswereld_sale vorbei. Da will ich wieder ganz schön viele Produkte reinstellen. Hauptsächlich Pflegeprodukte, weil ich oben mein Bad ausmisten will. Ich muss hier sowieso jetzt demnächst ein wenig umräumen. Deswegen, ich hatte ja schon mal gesagt, dass eventuell bei mir mal eine längere Pause ansteht. Denn hier wird es bei mir zu Hause ein paar Veränderungen geben, ne? Weil wir die Kinderzimmer ein bisschen umbauen wollen und auch, ja, ich mein Zimmer dann räumen muss, weil mein Zimmer dann woanders hinwandert und ich habe hier kein Ersatzzimmer. Das heißt, wenn ich hier ausräumen muss, dann habe ich kein Zimmer mehr, wo ich ein Video für euch drehen kann, weil ich ja dann auch alles einpacken und wegpacken muss. Und dann wird es bestimmt ein paar Wochen keine Videos geben, es sei denn, ich schaffe es im Voraus zu produzieren, was aktuell bei mir einfach nicht funktioniert. Ich drehe im Moment die Videos kurz bevor ihr sie seht, mehr oder weniger, weil ich einfach nicht dazu komme. Aber falls das irgendwann spruchreif sein sollte, werde ich euch früh genug Bescheid geben und dann kann es halt sein, dass wir dann mal aussetzen müssen, ein paar Tage oder ich vielleicht nur ein Video in der Woche hochlade, muss ich mal gucken, je nachdem, wie viel Zeit ich denn dann habe. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt, zu den Produkten, die ich ausprobiert habe und dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr guckt. Bleibt alle gesund und bis bald. Ciao, ciao.